Und hier haben wir zum Beispiel ein Thema über Viehwirtschaft in Australien. Da gibt es im Moment ein sehr interessantes Thema, das sich mit Permakultur und Holistik beschäftigt und wie wir die Viehwirtschaft dazu nutzen können, um unsere Böden zu schützen und wieder aufzubauen. Also es geht da genau darum, den richtigen Schnitt zu finden, dass halt keine Überweidung stattfindet, sondern im Gegenteil, dass die Kühe den Rasen, also die Tiere den Rasen oder den Boden, das, was nachwächst, halt, sagen wir mal, pflegen und besser aufbauen. Das geht, wenn man das in der richtigen Rotation macht. Und das Besondere daran ist, dass die festgestellt haben, dass man das im Prinzip so machen muss, wie das in der Natur auch stattfindet. Das ist, was wir in der Permakultur ja immer wieder versuchen. Also das nachzubauen, was die Natur im Prinzip selber uns schon gezeigt hat, wie sie es macht. Und bei der Viehhaltung ist es halt so, bei den großen Viehherden war das so, in den Bisons in Amerika, in Nordamerika oder auch in Afrika bei den riesigen Gnu-Herden. Die haben einen ziemlich hohen Äsungsdruck, weil das halt Herden sind, die kontinuierlich ziehen. Das heißt, die fressen alles, was ihnen vor die Nase kommt und sind nicht wählerisch. Und dann kommen sie aber auch in einem gewissen Zeitrhythmus an diesem Ort einfach nicht mehr vorbei und die gesamte Natur kann sich, sagen wir mal, wieder erholen. Und ja, das ist halt so, wie man im richtigen Rhythmus mit einem Rasenmäher immer wieder über den Rasen geht und der dann halt immer besser wird und dann irgendwann so aussieht, wie man ihn haben will. Ja, und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, den die Menschheit im Moment hat, um die Böden zu schützen, die noch vorhandenen Böden zu schützen und die erodierten Böden möglichst wiederherzustellen. Und das in die Köpfe zum Beispiel von den Landwirten zu bekommen und in die Köpfe von hier den Gauchos zu bekommen, das ist eine Mammutaufgabe. Die sind schon ziemlich weit mittlerweile mit ihren Dingern, also diese Viehhalter, die haben auch schon Leute in Argentinien, in Uruguay habe ich noch nicht von gehört, aber das sind zum einen Dinge, mit denen, die wir selber auf dem Campo machen werden müssen und zum anderen Dinge, die durchaus auch helfen können, dass man Aufmerksamkeit bekommt, weil man dann zum Beispiel halt einen Bericht über diesen Teil zeigt, also dann nimmt man halt einfach nur mal 20, 30 Schafe und macht Parzellen und zeigt das Ganze in klein, wie das funktioniert. Und wenn dann das Fernsehen kommt oder man halt das die Produktion ins Internet stellt, was man da dokumentiert, dann kommen die Leute automatisch auch auf die anderen Teile von der Permakultur.